Sport ist wichtig. Im Leben eines jeden Menschen ist er Teil eines ausgewogenen Lebensstils. Angefangen beim Schulsport, über den Vereinssport bis hin zum Reha-Sport, um auch noch im hohen Alter fit zu bleiben. In unserer neuen Sendereihe stellen wir Ihnen Vereine und Sportgruppen aus Schönebeck und der Umgebung vor. Wir präsentieren Sport in unserer Region. Eine 2,4 Kilogramm schwere Kugel, eine knapp 27 Meter lange Bahn gerade runter zu spielen, hört sich einfach an. Dabei dann aber auch noch 9 Kegel so oft wie möglich hintereinander zu treffen, ist eine Aufgabe, die Übung und Training braucht. Die Abteilung Kegeln des neu fusionierten Vereins Union 1861 Schönebeck bietet im Landesleistungszentrum in der Barbarastraße dafür perfekte Bedingungen. Angefangen 1952 noch unter der BSG-Aktivist Schönebeck und zwei Aschebahnen, kann man heute höchst professionell auf 8 Bahnen trainieren. Der Kegelsport in Schönebeck erfreut sich schon seit den 50er Jahren an großer Beliebtheit. Viele Brigaden aus beispielsweise dem Traktoren- und Dieselmotorenwerk, aus Schulen oder anderen Betrieben gingen freizeitig dem Sport nach. Zahlreiche Sportfreunde schlossen sich dann dem Vereinssport an. Ein rasanter Anstieg der Mitgliederzahl war die Folge. Den zwischenzeitlichen Höchstwert aus dem Jahr 1989 mit 324 Sportlern kann man heute zwar nicht mehr toppen, aber mit ca. 90 Mitgliedern ist die Abteilung Kegeln immer noch gut und erfolgreich aufgestellt. Dazu gehört auch Thomas Große, der 2016 den Landesmeistertitel in die Elbestadt holen konnte und bis ins Achtelfinale der deutschen Meisterschaften vorstieß. Seit 2009 ist er im Verein. Aus anfänglichem Ausprobieren und Reinschnuppern ist mittlerweile Leidenschaft geworden. Wie so oft wie andere auch, ne? Also durch Freunde natürlich, ne? Und einfach mal mitgegangen zum Training und mir das mal angeguckt spontan, beim nächsten Mal dann mitgemacht und so ging das dann wochenweise weiter und irgendwann ja, wurde mehr oder weniger aus Spaß wurde dann Leidenschaft und seitdem läuft das. In der Saison 2012-2013 konnten die Schönebecker Kegler das erste Mal Bundesliga-Luft schnuppern und sich mit den besten Teams aus Deutschland messen. Aktuell spielen die erste Männer- und erste Frauenmannschaft in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und erhoffen sich auch eine starke Spielzeit, um am Ende beide den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Auch die erste Frauenmannschaft kann auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückschauen. Spielserien ohne Niederlagen, mehrfache Kreiseinzelmeisterschaften, beispielsweise durch Kerstin Fabian, und Teilnahmen an deutschen Meisterschaften sind Ergebnisse harten Trainings und Ehrgeiz jedes Einzelnen. Der Erfolg der Schönebecker Mannschaften ist nicht zuletzt zurückzuführen auf die gute Nachwuchsarbeit, die im Verein schon jahrelang betrieben wird. Beginnend beim 1x1 des Kegelns versucht man den Kindern und Jugendlichen den Sport näher zu bringen. Mit Sachkenntnis und Einfühlungsvermögen zieht man so die Schönebecker Kegler von morgen heran, die natürlich auch einiges mitbringen müssen. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Spaß, eine Menge Zeit und ein gewisses Talent. Von jung bis alt ist bei den Mannschaften alles vertreten. Aktuell befinden sich außer der ersten Frauen- und ersten Männermannschaft auch eine Seniorenmannschaft, die zweite Männer und zweite Frauen im Spielbetrieb des Landesverbandes. Eine dritte Männer- und die Jugendmannschaft nehmen am Wettkampfgeschehen im Spielbezirk teil. Kegeln in Schönebeck heißt nicht nur Training auf der Bahn. Auch abseits des Sports versucht man, das Miteinander zu stärken. Also wir versuchen natürlich nach jedem Spiel uns zusammenzusetzen, auch als Mannschaft, gemeinsam essen, gemeinsam noch was trinken. Wir probieren einmal im Jahr einen sogenannten Gruppenurlaub, auch mit den Frauen zusammen dann eine große Familienreise. Gelingt natürlich nicht immer, weil nicht immer alle Zeit haben zum gleichen Zeitpunkt, aber wir versuchen es.
Wer Kegeln für ein reines Freizeitvergnügen hält, kann sich bei den Sportlern von Union 1861 Schöneberg, Abteilung Kegeln, vom Gegenteil überzeugen.